Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 6. Folge von Flohs Schmach. Diese Folge, denke ich, verdient den Titel tatsächlich, denn es ist keine schöne Partie, aber ich habe sie trotzdem einmal auserwählt, um sie hochzuladen. Und ja, ich spiele dieses Mal mit Schwarz gegen einen knapp 1000er Elo, bin selber ja jetzt bei 1100, also habe noch viele Matches verloren, war zeitweilig auch bei 1000 und hatte gehofft, dieses Match endlich mal wieder gewinnen zu können. Ich versuche ja ein bisschen meine Eröffnungen zu überarbeiten und gerade mit Schwarz fällt es mir immer noch schwer, passende Antworten zu finden. War aber etwas irritiert davon, dass er A, den Bauern auf H3 gestellt hat und seine eigene Rochade damit schon geöffnet hat und dann auch noch den Läufer auf D3, um seinen Bauern zu verteidigen, womit er seinen zentralen Bauern blockiert. Das ist bestimmt auch wieder eine hochinteressante Technik, die ich persönlich nicht schlau genug bin, um sie zu begreifen. Aber ja, ich habe trotzdem eine relativ klassische Eröffnung gemacht mit meinen zwei Springern schon mal auf dem Feld. Und ja, zu Anfang sehen wir jetzt, dass der gute Jack C 1955, falls das wirklich sein Jahrgang ist, dann finde ich das auch immer cool, wenn so ein paar unterschiedliche Altersklassen aufeinandertreffen. Aber ja, er hat manchmal kleine Disconnects, was ihn ein bisschen Zeit kostet. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, er hat insgesamt etwas langsamer gespielt als ich. Und ja, da kommen wir später noch zu, was das für Auswirkungen vielleicht hat. Jetzt habe ich gedacht, spiele ich meinen Bauern schon mal auf D5 in der Hoffnung, dass er schlägt. Und dann schlage ich mit meinem Springer zurück. Würde relativ zentral stehen, hier noch einmal eingeblendet, gegen wen wir spielen und was ich momentan bin. Die Werte aus Bullet und Klassisch sind nicht so ganz repräsentativ, denn Bullet spiele ich eigentlich nie, außer wenn ich irgendwie Langeweile habe. Und ich finde auch, Bullet ist auf diesem Niveau nicht wirklich aussagekräftig, denn man macht irgendwelche random Züge, muss antizipieren können, was der Gegner macht, und ich kann das nicht mal bei 10 Minuten Bedenkzeit. Dadurch ja, gewinnt man manchmal glücklich, weil der Gegner einen falschen Pre-Move macht, und man verliert manchmal ärgerlich, weil man einfach nicht mehr rechtzeitig den Zug macht. Gut, aber Bullet ist nochmal eine eigene Kategorie. Da sind ja auch viele Leute wirklich richtig, richtig, richtig gut drin. Bullet ist jetzt noch nicht so meins. Also da habe ich den Reiz noch nicht gefunden, beziehungsweise ich habe mir eingestanden, dass ich nicht besser werde da drin. Ja, ich habe jetzt geschlagen und dadurch eine nette Bauerngabel aufrecht erhalten können, denn jetzt greife ich sowohl Läufer als auch Springer an. Warum er das zugelassen hat, vielleicht lag es an einem kurzen Disconnect, dadurch hat er vielleicht die Übersicht verloren, das weiß ich so im Detail nicht. Er braucht wieder etwas länger, denn jetzt ist es ja schon das Kind in den Brunnen gefallen, also er kann nicht mehr verhindern, dass ich da gleich irgendetwas schlagen werde. Umgekehrt fällt mir jetzt in der nachträglichen Analyse auf, dass es jetzt gefährlich wäre, wenn er an seinerseits seinen Bauern auf der A-Reihe nach A5 stellen würde, denn dann käme mein Läufer nicht mehr weg. Das habe ich aber im Spiel auf jeden Fall nicht gesehen, erst als es vielleicht zu spät war. Wir gucken mal, ob er den Zug noch macht. Jetzt würde ich an seiner Stelle mit der Dame schlagen, ansonsten ist dort die Rochade ziemlich offen. Und das ist zu diesem Zeitpunkt, denke ich, noch nicht nötig, und er schlägt auch mit der Dame. Ja, und jetzt mache ich den vielleicht entscheidenden Fehler, denn ich bewege eine andere Figur. Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenken würde, was würde ich tun? Ich würde, glaube ich, jetzt meinen Bauern auf A5 stellen, damit er seinen Bauern nicht auf A5 stellen kann. Er kann zwar geschlagen werden, könnte ich aber zurückschlagen, und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, um meinen Läufer noch zu retten. Stattdessen überlege ich, was mache ich jetzt in dieser Phase? Ich bewege meinen eigenen Läufer von C8 auf C6 und auf E6, und dann müsste eigentlich jetzt, oh, es kommt noch nicht der Zug, den ich jetzt gedacht hätte, nämlich A5 den Bauern zu spielen. Stattdessen versucht er jetzt auch ins Zentrum zu kommen. Hätte er den Bauern auch zwei Felder nach vorne stellen können, lasst mich mal eben durchrechnen, wäre er jetzt mit dem Bauern schon auf D4, hätte ich mit meinem Bauern auf E5 geschlagen, danach hätte er mit seinem Bauern geschlagen, ich hätte mit meinem Springer mich dahingestellt und hätte sogar eine
kleine Gabel hinbekommen. Ich hätte eine Dame angegriffen und seinen Läufer auf C2. Also das wäre ein sehr gefährlicher Zug, hätte er tatsächlich den Bauern auf D4 gespielt. Deshalb war ich jetzt gerade nicht so schnell wie er. Er hat das deutlich besser gespielt. Ja, und jetzt kam der besagte Zug. Bauer auf A5. Mein Läufer ist eigentlich verloren. Ich versuche jetzt etwas, was ich manchmal ganz gerne mache. Ich sehe eine Bedrohung und statt die Bedrohung irgendwie noch aufzulösen, stelle ich jetzt einfach eine Konterdrohung auf. Irgendwie bin ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen, denn ich glaube tatsächlich, das ist nicht besonders effizient, zumal er ja jetzt noch genügend Möglichkeiten hat, diese Bedrohung aufzulösen. Genau, er zieht einfach die Dame weg auf E2 und schon sitze ich in dem Dilemma, dass meine Bedrohung, also die gegen mich aufgebaut wird, immer noch existiert und die ich eben gemacht habe, ist einfach aufgelöst. Also streng genommen haben wir einfach einen Zug geändert. Man kann jetzt auf lange Sicht darüber diskutieren, ob es besser ist, dass mein einer Läufer jetzt so zentral steht, gedeckt von der Dame und von beiden Springern. Aber ob das jetzt am Ende auf dem Niveau über Sieg oder Niederlage entscheidet, wage ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall habe ich dadurch meinen 3-Punkte-Vorteil bzw. 4-Punkte-Vorteil durch den einen Bauern jetzt zunichte gemacht, denn jetzt bin ich nur noch ein Bauern vorne und das Spiel ist in meinen Augen wieder völlig offen. Hier jetzt ein Fehler von mir, in meinen Augen ein Fehler in der Rückwärtsbetrachtung, denn tatsächlich ist das Feld auf E4 mehr verteidigt, als ich Angreifer habe. Wenn er jetzt mit dem Bauern schlägt, könnte ich mit dem Springer oder Läufer zurückschlagen. Er könnte mit seinem Läufer auf C2 zurückschlagen. Ich könnte wieder mit Läufer oder Springer zurückschlagen. Und dann käme die Dame von E2 und hätte eine Figur gewonnen. Das wäre auf lange Sicht kein wirklich effizienter Zug. Man hat aber auch in meiner Zugzeit gesehen, dass ich über den Zug nicht lange genug nachgedacht habe. Ich habe das nicht durchgerechnet und hätte ich das getan, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Zug gemacht. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass diese Mid-Game-Phase relativ planlos bei mir verläuft. Und das versuche ich ja eigentlich noch zu bearbeiten. Wenn ich jetzt meine italienische Eröffnung gespielt habe, dann komme ich ja mit der Eröffnung zumindest die ersten 3-4 Züge noch klar, ne, bis dann die Rochade steht und dann vielleicht noch die zwei Bauern nach vorne ins Zentrum, aber ansonsten weiß ich dann auch nicht groß weiter. Und ja, hier merken wir jetzt das ein Resultat davon, dass ich mich mit dem Midgame noch nicht sonderlich gut auskenne. Ich mache, wie ich finde, keine besonders schlauen Züge. Hier plädiere ich jetzt so ein bisschen darauf, ja, wenn er seinen Springer tatsächlich irgendwann mal aktiviert und ihn auf irgendein Feld stellt, zum Beispiel auf D2, dann könnte ich mit meinem Springer da reinschlagen und seine Dame angreifen. Wäre jetzt kein toller Zug, denn am Ende hätte ich wahrscheinlich einfach nur einen Bauern gewonnen. Aber immerhin, und es wäre immer unter der Prämisse, dass er ja seinen Springer erst noch wegzieht. Jetzt hat er einen interessanten Zug gemacht, er spielt seinen Läufer, der meinen Springer angreift und wenn ich den Springer wegziehen würde, würde ich meinen Läufer verlieren. Schlag dann zwar mit dem Bauern zurück, aber eigentlich gefällt mir da, wo mein Läufer steht, ganz gut. Deshalb habe ich jetzt nicht meinen Springer weggezogen. Mir fällt jetzt auch spontan kein wirklich guter Zug mit dem Springer ein. Also der kann ja nicht groß weg. Deshalb, muss ich jetzt eigentlich darauf absehen, dass er schlägt. Und wieder braucht er relativ lange für diesen Zug. Also mittlerweile ist der Zeitvorteil schon etwas deutlicher, also gute 3 Minuten. Und dabei war das jetzt eine Situation, wo ich sage, das hätte ich jetzt gedacht, zumindest hätte ich gedacht, dass er das darauf angelegt hat, diesen Springer oder aber den Läufer zu schlagen. Und hat er nicht getan. Was im ersten Moment jetzt, würde ich sagen, ein kleiner Vorteil für mich ist, dass ihn solche leichten Züge so viel Zeit kosten. Zusätzlich hatte er noch ein bisschen Disconnects und ja, hier schlage ich jetzt relativ schnell. Ich weiß noch, dass ich in der Situation war, dachte ich, Mensch, der ist doch for free, war er aber gar nicht.
Stattdessen schlägt er einfach mit dem Turm zurück. Hier wieder eine Bedrohung, die, ja, Dame wird ein bisschen getreten, sie muss sich bewegen. Sind das effiziente Züge oder effektive Züge? Ich habe meine Zweifel. Mein nächster Gedanke war deshalb schon die Mausbewegung, dass ich tatsächlich jetzt meinen Turm auf D8 spiele, um ihn endlich mal zu aktivieren. Er zieht mit der Dame davon und jetzt muss man schon ein bisschen gucken, denn hier stehen zwei starke Figuren, die theoretisch auf meine Rochade einkloppen könnten. Natürlich habe ich noch meinen Turm dazwischen, sprich ich könnte erstmal den ersten Angriff abwehren und den zweiten dann im Notfall mit dem König zurückschlagen. Da hätte er dann am Ende eine Dame sogar verloren, also sah ich jetzt erstmal keine grobe Bedrohung. Das wiederum ist eine Bedrohung. Ich habe zwar den Bauern geschlagen, aber das wird mir noch zum Verhängnis, denn ich spiele meine Dame damit in eine indirekte Fesselung. Ich könnte sie jetzt wegziehen und würde dann meinen Läufer ungedeckt stehen lassen. Und was ich hier noch überlegt habe, ist, meine Dame auf E2 zu stellen und ihn quasi zum Damenabtausch zu bewegen. Wäre aber gar nicht unbedingt dazu gekommen. Also, naja, doch, er hätte glaube ich, schlagen müssen. Er hätte schlagen müssen, denn dann hätte ich mit meinem Läufer zurückgeschlagen. Hätte er stattdessen gesagt, okay, dann schlage ich trotzdem zuerst den Läufer, hätte ich mit der Dame zurückziehen können und seinen Turm jetzt schlagen können. Also, genau, ich mache nochmal zurück. Ich musste das erstmal nachvollziehen. Also, ich glaube, E2 wäre in dieser Situation ein klügerer Zug gewesen. Wenn es zum Damentausch gekommen wäre, dann wäre es eben so. Auf der rechten Seite stehen seine Bauern schon ein bisschen besser entwickelt. Aber das, was ich gemacht habe, nämlich die Dame wegzuziehen, war, glaube ich, die schlechteste von allen Möglichkeiten, denn dadurch habe ich meinen Läufer einfach hergegeben. Ja, und jetzt ist auch die ganze Situation schon etwas unübersichtlich. Jetzt greife ich hier mal, trete ich ein bisschen seinen Turm, den kann er einfach wegziehen. Theoretisch könnte er sogar den Bauern schlagen, was er auch tut. Also das hat er schlau gemacht, dadurch sind zumindest die Bauern wieder ausgeglichen. Ich gehe hier mit meiner Dame rein. Weiß aber genau, ich kann weder seinen Springer angreifen noch seinen Turm, weil der Turm eben noch nicht mal in Schlagweite ist. Ich könnte den Bauern versuchen zu gewinnen, auf dem ich gerade meinen Mauszeiger habe, also C3. Aber ob das jetzt am Ende wirklich den Unterschied macht, ist erstmal dahingestellt. Was man aber sieht, die Tatsache, dass er so lange für seine Züge braucht, wird ihm langsam zum Verhängnis. Und jetzt muss man gut aufpassen. Dreifachangriff auf F7 und tatsächlich noch eine theoretische dreifache Verteidigung. Ich könnte mit dem Turm zurückschlagen. Ich könnte danach würde er mit der Dame schlagen müssen und ich schlage mit meiner Dame zurück. Er schlägt mit dem Turm und ich schlage mit dem König, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Aber ich kann das Ganze etwas entschärfen. Ich kann, weil dann wäre er trotzdem noch im Materialvorteil. Er hätte ja oder habe ich mir jetzt verrechnet? Ich glaube, es wäre sogar schlechter für ihn ausgegangen. Das müsste ich jetzt nochmal im Kopf nachrechnen. Er hätte mit dem Turm geschlagen. Danach hätte ich mit meinem Turm geschlagen. Er hätte mit seiner Dame geschlagen. Ich hätte mit meiner Dame geschlagen. Ja, und hätte er dann noch mit dem Turm geschlagen, dann wäre er wahrscheinlich eher weggezogen. Genau, okay. Also, wäre keine Bedrohung in der Hinsicht, als dass ich dann schachmatt gegangen wäre. Aber es wäre eigentlich ein langer, umständlicher Abtausch gewesen. Und ich hätte meine Dame behalten, während er seine Dame dafür abgibt, gegen einen Turm. Wäre so, glaube ich, nicht klug gewesen von ihm. Ich habe das jetzt, wie gesagt, ein bisschen versucht zu entschärfen. Vielleicht hätte er sogar darauf plädiert. Das wirkte kurz so, als hat er tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, reinzuschlagen und es drauf ankommen zu lassen. Vielleicht hat er meine Dame oben rechts nicht mehr gesehen. Das werden wir nicht mehr erfahren. Was auf jeden Fall langsam für ihn ein Faktor ist, ist die Zeit. 51 Sekunden hat er noch auf der Uhr. Ich bin bei 4 Minuten 30. Habe sehr schnell gespielt, habe sehr schlecht gespielt. Das ist eigentlich, sage ich mal so, die typische Kombination meiner Spiele. Aber
ob ich das Spiel tatsächlich noch gewinnen kann, sei nochmal dahingestellt. Ich habe tatsächlich schon ausreichend Spiele gewonnen, wo ich noch über 4 Minuten oder einfach sehr viel Zeit hatte und nur hätte kontrollierte Züge machen müssen. Habe dann aber trotzdem relativ zügig gespielt, Figuren weggeworfen, bin beim gegnerischen Uhr 10 Sekunden noch schachmatt gegangen, also alles schon vorgekommen. Oder auch sehr ärgerlich, wenn man dann alle Figuren verloren hat und theoretisch nur noch der König da ist, dann ist zwar das Remis irgendwann oder die theoretische Niederlage, ne? Er hat keine Zeit mehr, aber dadurch, dass man selber nicht genügend Material zum Mattsetzen hat, kriegt man nur ein, ich glaube, es ist dann Remis, auf jeden Fall kriegt man reduziert Punkte. Ja, und wir sehen auch, dass er jetzt mit seinem Springer, den er wirklich eigentlich das ganze Match über wenig bis gar nicht aktiviert hat, einen Zug gemacht hat. Ich habe jetzt überlegt, ich könnte meinen Turm auf F7 stellen und dann abtauschen. Stattdessen greife ich mit der Dame einmal an. Das sind jetzt keine schönen Züge, denn eigentlich dienen sie nur dem Zweck, dass ich ein bisschen Zeit gewinne. Jetzt aber kann ich den Turm abtauschen. Hätte ich auch vorher gekonnt. Er macht einen Fehler. Aufgrund des Zeitmangels kann ich den Turm jetzt einfach wegnehmen. Wenn er ihn zurücknimmt, schlage ich seine Dame. Er geht mit seinem Springer nach vorne. Hier ist jetzt eine etwas unangenehme Situation, denn ich muss genau gucken, welche Felder kann er bedienen, ohne dass er eine Gabel aufbaut. Ja, theoretisch hätte er sich auf E7 stellen können, wäre aber geschlagen worden. Deshalb hätte ihm das nichts genützt. Und jetzt mache ich es typisch für mich. Ich mache nämlich einen Fehler. Er hat noch wenig Zeit auf der Uhr. Ich hätte eigentlich mehr Zeit lassen können. Mache ich aber nicht. Stattdessen kriegt er jetzt meinen Turm for free. Also sauschlecht gespielt von mir. Völlig unnötig, da so hektisch zu spielen. Ich gewinne trotzdem auf Zeit. Ich hoffe, euch hat die Folge dennoch ein bisschen gefallen und beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit einem Sieg. Wir sind jetzt bei ungefähr 1100 Elo, also mittlerweile ist das Ziel eher wieder die 1300 konstant zu erreichen, bevor ich mich zur 1400 aufmache. Aber mal schauen, man kann ja nur hoffen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Flo's Schmach.